Ja, wir haben einen neuen Dinosaurier gefunden und zwar nicht im Feld, wie man das normalerweise tut, auf einer Grabung, sondern wir haben das Stück hier in der paläontologischen Sammlung der Universität Tübingen gefunden. Diese Sammlung ist über 200 Jahre alt und seit genau 100 Jahren sind die Knochen, die wir hier neu untersucht haben in unserem Haus, 1922 sind die in Trossingen von einem Professor Dr. von Hühne ausgegraben worden. Die Knochen lagen dann lange Zeit hier in der Ausstellung. Der Dinosaurier heißt Tybingosaurus Meyer-Fritzorum, ein sehr komplizierter Name. Der Name Tybingosaurus ist ganz klar eine Hommage an unsere Universitätsstadt. And there are two main reasons why we think Tybingosaurus is different from Plateosaurus. The first reason is that the bone structure and the morphology resembles what we see in quadruped animals in the present. So, unlike Plateosaurus that walk in two legs and had grasping hands, our specimen more likely had more robust legs and probably walked on four legs. The second reason is that instead of growing continuously like Plateosaurus do, our specimen had fast growth and then stationary growth and then kept growing again and stationary growth. So it was like an interrupted growth. And these two growing patterns justify keeping them separate as two different species because that helps us to make new hypotheses and continue doing more research on both of them. So there, it's very likely that more dinosaurs will come up from the drawers we have in the collection because the collection of Tübingen, it's not sample on one locality only, but it represents several collecting efforts from several spanning like 50 years. So we have fossils collected from all over Baden-Württemberg, and this suggests that probably a lot of the specimens in our drawers are not really the same species as either Tybingosaurus or Plateosaurus. Die paläontologische Sammlung in Tübingen ist tatsächlich eine der bedeutendsten und größten Universitätssammlungen ihrer Art weltweit. Wir haben insgesamt weit über 1 Million Objekte von ganz kleinen Mikrofossilien über Schnecken, Ammoniten, verschiedene kleine Organismen bis hin zu den großen Dinosauriern. Wir haben also zum einen hier hinter mir aufgebaut das vollständigste Skelett eines Plateosaurus weltweit. Im Umkreis davon haben wir noch andere Dinosaurier, zum Beispiel einen Stegosaurus, der aus Tansania kommt. Ansonsten haben wir hier in der paläontologischen Sammlung sehr große Skelette von Meeresreptilien, die vor allem aus der Schwäbischen Alb kommen, aber auch verschiedene große Therapsiden, die aus Südafrika und Südamerika hierher kamen.